Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Space Engineers. Connection Problems behoben. Alan Break mit dabei und sieht echt besoffen aus hier. Du siehst wirklich besoffen aus, wie du da rumtanzt. ich tanze nicht rum, ich habe schon wieder die Verbindung zum Star verloren. Was? Ist denn hier los? Ich bohre dir gerade in den Kopf. Jetzt bist du umgefallen. Und liegst bloß da. Okay. Oh Mann. Base Engineers funktioniert schon wieder nicht mehr. Hallo? Das klingt echt kackjes. Oh ja. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Hau den Lukas. So. Space Engineers zusammen mit mir, dem LOM Pickhunter und dem LOM Break, wie er da hinten rumflattert. Oh, servus. Grüßen. Ich hoffe, jetzt Probleme meine endlich behoben, ey. Ohne Scheiß, das war echt komisch. Ja, werden wir sehen. Nach dem Reconnect war es dann komplett für den Arsch und dann habe ich den Server neu gestartet und dann ging es eine Minute und dann ging es wieder nicht. Ja, naja. Vielleicht habe ich das als Outtake irgendwo mal hinten dran gehangen oder vorne dran gebappt und kannst du Scheiße tun. Weißt du, was mich neugierig macht? Bitte? Was uns nur so die anderen Asteroiden hier abverlangen werden, da oder tun machen. Ich würde mir die gerne mal angucken. Oh, erstmal ist jetzt glaube ich. Ich meine, wir müssen das Schiff nicht komplett auseinanderbauen hier, meins. Aber zumindest so zum Teilen könnte man es doch schon abbauen, finde ich. Ja, könnte man machen. Wie gesagt, ein Asteroiden würde ich mir mal angucken. Der hat hier so 6, 7 Banden. Echt? Das teilweise aus. Ich finde das voll krass, dass die größeren Asteroiden ja auch im echten Weltall teilweise ihre eigenen Monde haben können. Finde ich voll geil. Ja, eigene Monde ist immer die Frage, wie definiert man Mond? Naja, auf jeden Fall ist es ein Trabant. Mein letztes Status-Update irgendwie, was ich im Kopf habe, ist, dass der Jupiter oder Saturn irgendwas mit über 80 Monde hat. Ja. Nee, viel halt. Einfach viel. Und zum Beispiel. Es ist ja auch toll, dass es auf manchen Monden, ich weiß gar nicht, wie der jetzt genau heißt, und von welchem, um welchen Planeten der Mond kreist. Ist der Triton, der Mond? Irgendwie sowas. Und der hat flüssiges Methan auf seiner Oberfläche. Und das fließt dort halt lustig hin und her, wie bei uns das Wasser. Mhm. Das finde ich so allein vom Gedanken her, finde ich das schon total heftig. So voll Brainfuck, wenn du so möchtest. Ja, das, was bei uns einfach noch Furz stinkt, ja, da, das fließt da rum. Ja, es ist hergeholt. Was? Erde ist halt nur ein Zustand von vielen, also würde ich da jetzt gar nicht so aufgeben wollen. Upp. Naja, komm. Das reicht. Hör dich schon mal sehen, ich bin anscheinend in der richtigen Ecke. Achso, du bist wieder irgendwo, wo du nicht weißt, wo du bist. Orientierung habe ich ja, aber ich meine, in einem dreidimensionalen Raum sich Orientierung wie Diego. Doch, manchmal schon. Oh. Nicht so krass wie ich. Ich bin dann Diego hoch 2. Yoga, bitte. Yoga? Ach, Yoga. Oh, der hieß doch im Deutschen Diego, oder? Yoga. Yoga. Yoga, Yoga. Oh, meine Fresse, Yoga. Es ist halt das scheiß Voice Activation Gedöns da vom Whatever Gedöns. Vom Whatever Gedöns. Ryoga. Yoga. Der Typ, der sich bei Ranma 1/2 in ein Schwein verwandelt, wenn er mit warmem Wasser in Konfrontation kommt. In Konfrontation finde ich auch gut. Sehr gut. So, mein Schiff ist bald aus Null. Also, das Wichtigste ist schon fast abgebaut. Und zwar ist das Wichtigste hier noch die Raffinerie, ne? Wenn du dann irgendwann wieder dazu stößt. Ja, ich bin doch auf der Suche, Mensch. Ja, flieg einfach. Achso, du. Ja, okay. Ja, ist egal. Wir haben halt noch kein Beacon. Naja, eine Boje halt. Und die reichen, glaube ich, nur 10 Kilometer weit, ne? Ja, oh, sehr. Aber 10 Kilometer ist in diesem Spiel eigentlich schon fast das Max an. Naja, das bin mir nicht sicher. Ich glaube, die ganze Welt hier ist 10 Kilometer groß. Also, jetzt komme ich automatisch an. Hä? Ja, ich habe vergessen,
das Jetpack wieder anzuschalten, als ich in Richtung Asteroid geflogen bin. Ah, okay. Sehr gut. Bin ich auf der Oberfläche zermatscht halt. Na mein Gott, passiert. Volle Möhre. Wie ein komischer Fliegendings. Boah, das dauert noch ewig, das Ding abzubauen, sage ich dir. Bin ja schon etliche Runden geflogen inzwischen. Und jetzt habe ich nur Stahlplatten dabei. Das, was wir am wenigsten brauchen, das baut er jetzt ab hier, der Onkel. Ja, das Ding ist 1000 Stahlplatten groß hier. Echt jetzt? Ja. Hab ich nicht drauf geguckt. Oh, fuck. Du kannst es etwas beschleunigen, indem du da dann halt schon ein bisschen dran rumflext. Und wenn du das nächste Mal dann rangehst... Ja, dann packt er sich das gleich ein. Hm. Ja, ja, eben. Halt nur kurz mal dran flexen und dann Sache schon erledigt. Wenn ich mal noch eben... Das geht ja wieder nicht. Bohrmaschine und das Schweißgerät mal noch ablegen. Ja. Also Bohrmaschine auf jeden Fall, weil das macht schon 200 Liter. Die Bohrmaschine. Wenn du nur auf 300 hast oder so, ist das nicht gerade... Das ist nicht, aber die Hälfte vom Inventar immerhin. So, jetzt scheiße ich hier mal drauf. Jetzt ist mir alles hier schief und krumm. Ich muss jetzt hier mal langsam fluxi trundi gehen. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, wann wir angefangen haben, vor wie vielen Minuten. Weiß ich nicht, als du den Ofen ausgemacht hast, hat man angefangen. Nee, ich meine jetzt mit diesem aktuellen Part. Oh Mann. Hast du den jetzt hier fertig abgebaut oder musst du hin? Ja, nee, ich sortiere ja gerade dahin das Inventar mal wieder ein bisschen. Ah ja. Das war's fast. Es sind bloß noch jetzt dran Stahlplatten. Das waren wahrscheinlich die ganze Zeit nur Stahlplatten, die wir da abbauen müssen. Puff! Oh, 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 Quatsch! Ich muss mal unseren Schwerkraftgenerator hier ein bisschen... Ja, den kannst du ruhig ein bisschen größer stellen. Ja, von der Höhe mal doppelt. Das ist dann doch ein bisschen wenig. Ein bisschen. Ein bisschen. Was war denn jetzt hier der Reaktor? Das hier? Ja, Reaktor. Raffinerie. So, ich mach den ja noch ein bisschen weiter. Das sind jetzt nur 4%. Wir haben ein Problem. Warten. Inventar voll? Frachtcontainer ist voll. Ach was. Der ist voll. Da passt nichts mehr rein. Leck mich hart am Arsch. Okay, dann würde ich mir einfach vorschlagen, wir bauen einfach einen zweiten Frachtcontainer mal ganz trudifix. Und zwar einen großen. Wäre ein Vorteil, bevor der da abdampft. Wollen wir einen mittleren oder einen großen bauen? Naja, wir brauchen. Wir müssen gucken, was wir halt da drin haben, ne? Interne Panzerung brauchen wir 360 für. Nur schön, dass ich gerade meine Werkzeuge nicht aus deinem Frachtcontainer wieder rauskriege. Oh ja. Was denn? 20 reinpacken? Nee. Fuck, ich kann hier nicht einen mehr reinpacken. Okay, dann packen wir die mal schnell auf den Boden einfach. Die fallen ja jetzt hier direkt auf den Boden. Ne, die liegen jetzt hier blöd rum. Kann mein scheiß Werkzeug dich ausholen? Ja, warte, ich helfe dir gleich. Kleinen Moment. Du kannst jetzt übrigens wieder was reinpacken. Wo? In den Container. Ich habe gerade was rausgenommen. Achso, natürlich kann ich mein Werkzeug nicht reinpacken, weil... Wow, ne? Fuck you, ist der groß. Wollen wir den großen wirklich bauen? Oder wollen wir erstmal den mittleren bauen? Weiß es nicht, sag du mir das. Ich würde jetzt doch erstmal einen mittleren bauen. Was ist denn der große? Vier Blöcke. Warte. Großer Frachtcontainer. So. Ist ein hat wenig jemand ein Haus bestellt? Was, an Ort und Stelle? Hat jemand ein Haus bestellt? Achso, hat jemand ein Haus. Okay. An Ort und Stelle. Bin bereit. Okay, und dann, ups. Mittlerer Frachtcontainer ist nicht verfügbar für Stationen. Das sah bei dir gerade aus, wie du gelacht hast, ey. Ja, wie ich weiß. Für die Wetter. Als ob der sich richtig da hinten gelegt hat. Witzig ist das, witzig. Oh, scheiße. Bau halt noch einen kleinen dran hier. Ja, okay. Willst du den anfangen oder du hast ja einen Teil dafür? Oder soll ich? Der Frachtcontainer hier. Naja, kleines Schiff. So,
Tolle ist, wir können die ganze Klamotten jetzt erstmal rausnehmen. Du nimmst die Herstellungskomponenten, ich nehme Rohr und Motor. Ich nehme die Herstellungskomponenten. Ja. Anzeiger und Computer brauchen wir. Computer haben wir. Panzerglas intern. Anzeige. Wir brauchen erstmal Anzeigen. Eine. Eine Anzeige. Hab ich. Sehr gut. Das soll. He's fucking ready. Access denied. Access denied. Du musst das mit so einer Half-Life-Stimme sagen. Half-Life-Stimme. Problem ist, sie sind halt noch nicht verbunden. Ne? Wir haben jetzt zwei einzelne Frachtcontainer. Echt? Ja. Nein, nicht ernsthaft, oder? Doch. Okay, warte. So. Brauchen wir einen Conveyor? Was? Ein Conveyor. Und Röhrchen. Hier. Förderband heißt das. Und ein schiefes Rohr. Ach, du willst einen Sammler basteln? Ja, ja. Ja, so ähnlich. Halt ein Ding. Wir kriegen. Wieso hält dieses scheiß Schiff nicht an? Ich versteh's nicht. So. Was war das? Ich hab gerade das Tüdüt gemacht. Sie brauchen Stahlplatten. Was macht das? Was macht hier Tüdüt? Bist du das? Sprich mit mich. Hallo? Willst du da oben Förderwand hinpacken? Daneben? Ah, okay. Ich hoffe, das funktioniert doch so. Was macht denn hier mal Tüt-Tüt? Verdammte Scheiße. Schlusskomponentenmotor. Und ein Motor. Ja, engineeren wir ein bisschen den Space Engineers rum. Was brauchen wir noch alles? Musst du mal den zweiten da gucken. Oder warte, ich mach's, ich guck. Ich guck. Acht Motoren und ein, vier Panzerglas. Scheiße. Ach doch, Motoren haben wir einen Arsch voll. Das erste Conveyor ist fertig. Panzerglas, hast du Panzerglas zufällig? Ah doch, hier ist Panzerglas. Panzerglas brauchen wir dann noch. Fertig. Aber denn der Panzerglas? Ich weiß nicht, wo ich das abgebaut habe, aber ich hab's abgebaut. Alter, hier nervt mich irgendwas tierisch mit Piep-Piep. Okay, ich sollte nicht mehr auf den Desktop und übrigens, du hast dich gemutet. Echt? Hab mich gemutet? Im Teamspeak? Lol, ich hab mich gemutet. Ja, du hast dich gemutet. Lol. Dann hat der Teamspeak die ganze Zeit rumgetrötet und hat gesagt, hey, du hast dich gemutet, willst du nicht widersprechen? Ungefähr, jetzt müsste ich nochmal Space Engineer starten. Ah, scheiße, ey. Sonst geht mal wieder nicht. Ja, schön, dass er Space Engineers spielt. Ich will ihn ja auch einladen. Komm her, einladen. Ja. Aufgezeichnet. So. Ach, Mann. Weg, alles weg hier. Weg. Das Ding gelumpe, wenn es dann noch gehen würde. Mir sieht das voll komisch aus, aber irgendwie auch cool. Okay. Frage ist, funktioniert es? Ich versuche jetzt mal vom Reaktor. Also der Reaktor funktioniert zumindest, ja. Reaktor ist verbunden mit einem Frachtcontainer. Und der eine Frachtcontainer. Versuche jetzt was zu packen in den anderen. Das Einfachheit ist die ultimative Form der Perfektion. Leonardo Juhu. Da Vinci. Der gute Leo. Der wusste, was abgeht. Der wusste, was abgeht mit seinen coolen Nunchakus oder was auch immer Leonard hat. Hm? Ja, von den Turtles.
rede gerade von Leonardo da Vinci. Ja, ich rede gerade von Leonardo der Turtle. Ach ja, jetzt kommt. Daraus ja auch gleich eine Schildkrötensuppe. Krötensuppe. So. Okay, cool. Achtung, Energie des Anzugs niedrig. Lebenshaltungssysteme können versagen. Oh mein Gott. Sie werden versagen. Oh fuck, da bin ich fast voll. Wow, bam! Oh, und ich hab's nicht auf Kamera, scheiße. Wo ist die Station da? Ich glaube, wir müssen ja auch bald mal wieder. Also bald. Bald ist ein großes Wort für so viel Zeit noch. Hast du ja ein paar Teile rumliegen lassen? Echt? Boah, noch ein paar kleine. Müssen hier mal wieder was? Uranier reinpacken in das Ding, habe ich das Gefühl. Wir haben noch Treibstoff für 5 Stunden, aber trotzdem. Für 5 Stunden ist doch wunderbar. Ich kann nicht nach draußen gucken. Ach doch. Ach cool, okay. Wegen dem Konvoi nebenan kann man nicht nach draußen gucken. Ja, okay, dann würde ich jetzt hier einfach mal so sagen. Nee, nicht den Reaktor abbauen. Ich meinte eigentlich hier, dass den Stuhl da abbauen. Ja, Cockpit. Der passt ja komplett ins Inventory, habe ich ja gesehen. Jawohl, passt der wirklich rein? 2 Motoren, Junge. Passt nicht rein, scheiße. Dann baue ich jetzt das Cockpit doch noch woanders hin. Wo bauen wir das Cockpit hin? Hast du eine Idee? Achso, die Frachtcontainer, sammeln sich also nicht. Die addieren sich nicht in dem Sinne, sondern pappen sich einfach nur zusammen. Doch, doch. Das also die sind dann, die sind einzeln erreichbar. Ja, ja. Hast du jetzt eine Idee, wo ich das fucking Cockpit jetzt hinsetze? Fucking Cockpit will er wo hinsetzen? Na, ich habe jetzt schon Platz gefunden. Was sagst du zu dem Platz? Na ja. Du könntest doch woanders hinpacken. 5. Bräuchte man halt noch eine neue Etage, wo man das dann hinpfeift, hinpflanzt, ja, oh, ne? Ja, ja. So, Schwerkraft, du herzlose Hure. Hui, was sind denn hier in den Mund? So, ey, das wäre natürlich die übelste Monster-Idee hier, das einfach so irgendwie quer dran zu pappen irgendwo. Geh mal eben dein Schiff hier noch ein bisschen weiter abbauen. Ja, mach das mal. Okay, ich pack's jetzt einfach hier vor die Metal Station. Naja, machen wir erstmal. Können wir im Nachhinein immer noch umsetzen. Ja. Ja. Und dann sind wir hier auch gleich fertig mit dem Raumschiff. Mit dem Cockpit. Das wäre natürlich toll, so ein minimalistisches Raumschiff, nur mit Cockpit und ein bisschen Triebwerk ringsherum. Das wäre witzig, wenn es so ein Rundum-Triebwerk geben würde. Oh, ich bin voll. Oder wenn man dann das Raumschiff so bauen könnte, irgendwie mit diesen Connectors oder wie die Dinger heißen, wo man dann ein Raumschiff bauen könnte mit Schleudersitz oder so. Das wäre geil. Raumschiff mit Schleudersitz. Oder allgemein ein größeres Raumschiff bauen, wo man dann so wie Rettungskapseln auch drin hat. Das wäre doch auch eine coole Idee. Aber ich sehe schon, dass wir dafür nicht genug Asteroiden haben. Da muss ich mich da nochmal entsprechend erkundigen, wie das denn aussieht, wenn wir jetzt einfach, wenn ich den Radio von 10 Kilometer auf 20 Kilometer erhöhe, ob dann neue Dinger kommen. Oder wenn ich dann die Anzahl der Asteroiden verändere, ob dann, was dann passiert halt. Nee? Kann ich dir nicht sagen, was da passiert. So. Ja, wie sagt man bei Windows so schön, Fail and Error? Fail and Error. Genau. Klingt gut. Vogudo. So, ich nehme jetzt noch ein paar Stahlplatten noch mit. Bisschen mal weiter weisen. Sammel mal die Grundkomponenten wie Stahlplatten, Herstellungskomponente, Träger, Stahlrohre, im zweiten. Okay.
Sounds gut. Beiden Frachtcontainer. Das Größte, was uns eigentlich das Inventar da wegfrisst, ist halt die Stahlplatte. Ja, ich bin ja auch schon am Weiterbauen. Jetzt ist mein Sound gerade wieder kurz weg. Also zumindest der Schweiß-Sound, der Bau, also der Plupp-Sound, der ist immer noch da. Jetzt ist der Schweiß-Sound wieder da. Schweiß-Sound. Ja. Boah. Ja, wird doch langsam unsere Station. Oh nein. Die Station zur Zeit ist es eine Plattform. Ja, kannst du mal den Gravitationstypi ein bisschen noch größer einstellen? Größer? Inwiefern? Ja, der reicht genau bis kurz vor das letzte Viereck. Kurz vor das letzte Viereck. Boah, die Weite, ne? Ich hoffe es. Warte, ich geh mal hin. So, warte. Ach, der macht das Jetpack ja auch von alleine. Ja, mach mal. Bin jetzt bei 100. Oh. Warte. Nee. Dann ist es nicht die Weite, sondern die Tiefe. Sagt er. Ja. Jetzt bei 50. Okay, alles klar. Also es ist tatsächlich das Tiefchen. Ja, die Ebene ist die Tiefe. Okay. Mhm. Naja, das hätten sie... Ich hätte eigentlich gedacht, dass das scheißegal ist. So wie man den baut, ist halt unten die Tiefe. Also von dem Reaktor aus gesehen. Unten. Könnte man natürlich auch denken. Es ist nur die Frage, ist es halt so? Ja, ist richtig. Ja, muss ja sein, sonst würde sich ja dein Raumschiff, wenn du dich drehst, dann würde ja da sonst was passieren. Ja, ich meine, im Endeffekt... Oder ist einfach bloß Kacke übersetzt und die Tiefe meint eigentlich die Breite. Hm. Das ist doch so Länge mal Breite mal Tiefe und so ein Scheiß. Ja, es ist halt die Frage, wie ist es angedacht, dass dieses Spiel, oder das ist von den Entwicklern angedacht, was, wo ist X, wo ist Y und wo ist Z, ne? Das auch. Wir befinden uns im Raum, hier, es gibt eigentlich kein oben, kein unten, kein Nix, rechts, das sind alles bloß relative Positionsangaben was von hier, unserer Position Achsen, ausgesehen. Entschuldigung. Das Einzige, was hier die Achsen angibt, beziehungsweise andeutet, besser gesagt, das sind ja hier die Blöcke, die wir bauen, die halt fix sind. Ja. Also die kannst du ja nicht frei drehen in dem Sinne. Eben. So, langsam wird's auch fertig hier. So. Hast du schon rausgefunden, wofür man diese, wie heißen die Geräte, diese Solarpanel gut verwenden könnte? Ich meine, die machen ja relativ wenig Strom. Ja, also du kannst halt Strom erzeugen damit, ne? Ja, ohne dass du halt auf Uran angewiesen bist. Aber es ist wirklich so wenig, damit kannst du nicht mal eine Medical Station, glaube ich, bedingsen. Weiß ich nicht, das kann ich, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich komme mal zu dir, zusammenschweißen macht mehr Spaß. Okay. Ah, ich habe bloß, ich habe versucht ein bisschen von dem Zeug abzu. Ach so. Indem ich es einfach gleich verschweiße, aber du hast es ja schon voll zusammengebackt. Korrekt. Tja, ich weiß nicht, wie weit ja der Part noch geht. Also ich würde sagen, wir machen hier einfach noch ein bisschen und dann machen wir den Part Ende. Und dann ist der Part ja, Ende 40 Minuten lang oder so. Das entscheidest du ja, mein... Du ja. Das Schiff nimmt langsam Gestalt an, nämlich diese, dass es keine mehr hat. Die Nichtsgestalt. Ja. Auch null ist etwas, ne? Oh, da. Schau mal. Lalala, wir können ganz weit rauszoomen in diesem Spiel. Oh, mein Schiff erreiche ich dadurch nicht. Doch, da. Da ist das Schiff. Ha! Oh. Kannst von da aus bis zu dem Schiff zoomen? Bis hinters Schiff, ja. Mich verarschen? Doch, ohne Scheiß. WTF? Das ist geil, oder? Alter! Ich dachte, Supreme Commander hat eine hohe Zoom-Stufe. Das ist übel. Das ist richtig übel. Aber hier gibt es auch irgendwelche Optionen inzwischen, das habe ich gelesen irgendwann. Dass man hier einen Spectator-Mode ja aktivieren kann.
Und dann kannst du dich ja frei von deinem Körper noch bewegen, sozusagen. Wenn du den Spectator Mode. Ich meine, ich bin irgendwo ein Kommandozeilenparameter wie Noclip oder Ghost oder whatever. Nee, das ist frei aktivierbar mit den F-Tasten. So, ich muss hier gleich mal wieder meine Kommandostation. Bevor ich hier vorrücke. Obwohl, wir haben hier noch Schwerkraft. Das kostet ja bloß ein paar HP, ne? Probieren wir es doch mal aus mit Fahrrädern, wie es aussieht. Wie viel Energie man hier verliert, wenn man keine Energie mehr hat. Du hast es schon ausprobiert, ne? Aus Versehen. Mehrmals. Verliert man schnell Energie oder geht's? Ja. Schnell? Okay. Schaffe ich das noch bis nach Hause? Weiß ich nicht. Ich stelle mich mal daneben. Nee, ich konnte nicht mehr schweißen. Also von daher ist das jetzt doof. Na egal, später. Oh, jetzt kann man hier wieder nicht rausgucken. So mit Fernguck. Fernguck. Apropos Energie, meine geht auch gleich alle. Ach so, warte mal. Das Ding hier, das muss ich ja wieder mal. Hä? Kontrollfeld. Achso, wir müssen das dran setzen und dann ins Kontrollfeld. Share with Faction. So, kannst du dich auch gerne reinsetzen, wenn du magst. Wenn du dich mit Style aufladen möchtest, ja, dann gehst du in das Ding. Ah ja. Oh, ich brauche noch Stahlplatten, das ist ja witzig. Das geht zumindest schneller als an der Medical Station. Bitte? Geht schneller? Naja, dafür macht die Medical Station aber auch HP. Erstens musst du keine Taste drücken, zweitens kannst du sitzen und kannst dabei, keine Ahnung, dir die Eier schaukeln. Ja, kannst du zum Beispiel im Kontrollfeld lustig rumgucken. Mal schauen, wie viel Energie das Ding hier verbraucht. Die Station. Sofern man es schon Station nennen möchte. Kannst du halten, wie du willst. Ich nenne diesen Kasten erst einmal Plattform. Just like a Dachdecker. Jetzt habe ich wieder keinen Sound. Kein Schweiß. Sound. Komisch. Und jetzt habe ich wieder Sound. Als ob das hier an dem Block lag. Der Block packt. Der Anti-Sound-Block. Der Anti-Sound-Block. Doch, jetzt habe ich wieder keinen Sound. Jetzt habe ich aufgehört und wieder angefangen. Jetzt geht's weiter. Jetzt ist wieder kein Sound. Cool. Okay, das habe ich jetzt. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das entzieht sich meiner Logik. Welche Logik? Meiner Pickardischen Logik. Okay. Kurz noch für die Nachwelt festhalten. Also das war jetzt ja ein echt super geiler Part mit viel Schweißaktion. Es hat den Zuschauern bestimmt super viel Spaß gemacht. Anecken. Töten, sterben. Kaputt machen. Kaputt machen. Helles Licht beim Schweißen. Alles wie man es noch haben will. Das ist Space Engineers. Nicht gerade das schnellste Spiel halt. Ja, aber ist ja auch okay. Wir sind ja im Weltall. Guck mal, wir haben so einen dicken Raumanzug an, ey. So, okay. Ja, Leute, dann beende ich jetzt hier doch den Part, ne? Wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn es wieder heißt Let's Play Space Engineers. Also, macht es gut. Bis dahin. Und schausen. Servus.